Beschaulich ist sie, die Eifel, und zugleich ein Quell unzähliger Geschichten. Von Aachen bis nach Koblenz erstreckt sich das Mittelgebirge mit seiner reizvollen, aber zugleich auch rauen Landschaft. ...1927 entsteht hier ein 20,8 Kilometer langes Asphaltband, auf dem bis heute Triumphe und Tragödien geboren werden. Das jährliche Highlight ist das 24-Stunden-Rennen. Mit über 170 Rennfahrzeugen, mehr als 600 Fahrern sowie tausenden Mechanikern und Helfern bricht das Rennen zweimal rund um die Uhr alle Superlative. Jahr für Jahr pilgern über 200.000 Fans an den Ring, der zugleich zum größten Event-Campingplatz der Welt umfunktioniert wird. Bei der 2012er Ausgabe des Rennklassikers nimmt zum ersten Mal das Toyota Swiss Racing Team die Herausforderung des Rennmarathons an. Die Mannschaft besteht aus Mitarbeitern der Toyota Schweiz AG, dem Schweizer Toyota Händlernetz, der Emil Freigruppe sowie dem schnellsten Schweizer Journalisten Peter Wiss. Verstärkt wird das Team durch die erfahrenen Mechaniker von Ring Racing, einem direkt am Nürburgring beheimateten Rennteam, das schon diverse Lexus-Projekte erfolgreich unterstützt hat. Die Einsatzfahrzeuge sind zwei seriennahe Toyota GT86. Boxermotor, Heckantrieb, Sperrdifferential. Der GT86 überzeugt schon im Serientrim und bringt reichlich Renngene auf die Straße. Ja, wir wurden angefragt von TME. Akira Toyota hat Fahrzeuge in Europa zur Verfügung gestellt, dass man das 24-Stunden-Rennen fahren kann. Und als ich das gehört habe, habe ich sofort zwei bestellt, weil da muss man mitmachen. Das Auto ist fantastisch. Unsere Fahrer, die, wenn sie aussteigen, dann sind sie vollkommen begeistert. Das Fahrzeug liegt perfekt. Man muss am Fahrzeug wirklich fast nichts machen. Deshalb in unserer Klasse eine einsame Spitze. Ich bin stolz. Das Ziel des Renneinsatzes ist es nicht, sich mit den großen GT-Fahrzeugen zu messen, sondern zu beweisen, dass der nahezu serienmäßige GT86 das Zeug zum Sportler hat und die Anstrengungen eines 24-Stunden-Rennens schadlos übersteht. Mit den Trainings- und Qualifying-Einheiten am Donnerstag und Freitag beginnt das Abenteuer für das Toyota Swiss Racing Team. Die Besatzungen beider Fahrzeuge müssen sich erst einmal an die vielen Eindrücke eines Nürburgrings im 24-Stunden-Fieber gewöhnen. Doch auch bei der Fahrerwahl hat man in der Schweiz ein gutes Händchen bewiesen. Den Wagen mit der Startnummer 200 pilotiert die ehemalige Formel-2-Fahrerin Natascha Gachnon, der mehrfache Schweizer Rallye-Meister Olivier Bourri, der Slalom- und Bergrennfahrer Andreas Lanz sowie der vierte im Bunde Christoph Wüst. Auch das Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 201 ist stark besetzt. Rennsportjournalist Peter Wiss teilt sich mit Lorenz Frey, dem Schweizer Chefinstruktor Rolf Maritz sowie VLN-Lexus-Pilot Klaus Völker das Toyota-Cockpit. Als sich am Samstagmittag die Startaufstellung mit zehntausenden Menschen füllt, ist die Spannung allgegenwärtig. Es geht endlich los. Ja, wir sind gespannt und es ist natürlich für uns alle eine tolle Herausforderung. Und jetzt mein erstes 24-Stunden-Rennen, freue ich mich natürlich sehr. Das ist natürlich riesengroß, weil das ist das erste Mal für mich. Ich habe noch nie so etwas gemacht und das ist einmalig und so, freue mich drauf. An der Spitze des Feldes warten über 40 PS starke GT-Renner samt Werksbesatzungen darauf, endlich ins Rennen gehen zu können. Alle großen Marken sind mit eigenen Teams vertreten. Das Rennen erregt weltweite Aufmerksamkeit. Die Rennfahrzeuge setzen sich kurz nach 15.30 Uhr in Bewegung. Die wohl längste Einführungsrunde im Motorsport weltweit führt das gesamte Starterfeld rund 25 Kilometer lang vorbei an den unzähligen Fans, die rund um die Strecke campen.
Um Punkt 16 Uhr wird das Rennen freigegeben. Start. Wenig später startet das Toyota Swiss Racing Team in den 24-Stunden-Klassiker. Die Taktik ist klar definiert: Ankommen um jeden Preis. Doch im Pulverdampf der frühen Runden gestaltet es sich äußerst schwierig, sich aus allen Scharmützeln herauszuhalten. In den seriennahen Klassen geht es nicht weniger eng zu als bei den GT-Fahrzeugen. Manchmal ist die Strecke nicht einmal breit genug für zwei Fahrzeuge. Die Startphase verläuft gut für beide GT86, die bereits nach kurzer Zeit eine Doppelführung in der Klasse für sich behaupten können. Doch bereits nach 12 Runden wendet sich das Blatt für die Schweizer Toyota-Mannschaft. Rolf Maritz am Steuer der 201 wird von einem schnelleren Fahrzeug bei einem Überrundungsvorgang hinten links touchiert. Sein GT86 prallt unkontrollierbar in die Leitplanken. Die Nordschleife verzeiht so etwas fast nie. Maritz bleibt zum Glück unverletzt, doch für den GT86 ist das Rennen beendet. Die Schäden am Fahrzeug sind zu stark. Der Schock in der Box des Toyota Swiss Racing Teams sitzt tief. Nach weniger als 3 Stunden ist eines von 2 Fahrzeugen aus dem Rennen. Der Fahrer hat uns geschildert, dass das Auto wunderbar funktioniert hat. Auch Peter Wies, der Fahrer vorhin, also von dem her. Der Fall war so, dass vor einer Kurve er von hinten angeschoben wurde und dann direkt leider in die Leitplanke gekracht ist. Ja. Doch es muss weitergehen. Trotz aller Enttäuschung bei Peter Wiss, Lorenz Frey, Klaus Völker und Rolf Maritz wissen alle im Team, dass die volle Aufmerksamkeit dem letzten im Rennen verbliebenen Wagen gilt. Die vom Schwesterfahrzeug geerbte Führung muss nun über die schier unendlich scheinende Renndistanz gehalten werden. Wie das sprichwörtliche Schweizer Uhrwerk dreht der Toyota seine Runden hinein in die Abenddämmerung. Langsam bricht die Dunkelheit über die Nordschleife herein, was die Aufgabe für Natascha Gachnon, Olivier Bourri, Christoph Wüst und Andreas Lanz nicht wirklich einfacher macht. Boxenstopp für Boxenstopp wird von der routinierten Mannschaft absolviert. Die Toyota GT86 läuft wirklich wie ein Uhrwerk, also das sehen wir auch jetzt bei den Fahren, die fahren und fahren. Wir brauchen wenig Reifen, wir brauchen wenig Bremsklötze, auch wenig Treibstoff, also das läuft schon ganz gut. Die Nacht der 24 Stunden auf der Nordschleife ist berühmt für ihre einzigartige Stimmung. Gleißende Lichtkegel zerschneiden die völlige Dunkelheit der tief in Eifelwäldern liegenden Streckenpassagen. Auch diejenigen, die behaupten, gerne in der Nacht zu fahren, sind froh, wenn sie ihr Auto heil zurück ins Tageslicht bringen konnten. Für das Toyota Swiss Racing Team sorgt in den frühen Morgenstunden einsetzender Regen für kurze Aufregung. Mit Regenreifen auf den Felgen und einer bravourösen Natascha Gachnon am Steuer trotzt man jedoch auch dieser weiteren Prüfung, vor die der Nürburgring sich stellt. The last stint was a little bit more difficult because the track was wet, so we had to manage with this, but Diana was really happy. Das Rennen geht in die letzte, nicht weniger mühsame und schwierige Phase. Noch immer kann alles geschehen. Zwar scheint der Kampf um den Klassensieg entschieden, doch erst nach dem Fallen der Zielflagge wird Sicherheit herrschen.
In den letzten Stunden hören die Piloten im Fahrzeug sowie die Crew an der Boxenmauer bei jeder Vorbeifahrt des GT86 tief in das Fahrzeug hinein. Doch so genau alle hinhören, der Toyota dreht weiterhin problemlos seine Runden und gibt keinerlei Grund zur Besorgnis. Dennoch, die letzten Runden des 24-Stunden-Rennens sind ein Wechselbad der Gefühle. Hoffen, Bangen, Zittern, die Emotionen fahren Achterbahn. Als der Toyota GT86 des Toyota Swiss Racing Team schließlich über die Ziellinie fährt, kennt die Freude an der Boxenmauer keine Grenzen mehr. Natascha Gachnon, Olivier Bourri, Christoph Wüst und Andreas Lanz tragen sich in die Siegerlisten des Rennklassikers ein. Das neu gegründete Toyota Swiss Racing Team kann bei seinem ersten Renneinsatz direkt einen großen Erfolg feiern und sorgt so für eine weitere Geschichte rund um die legendäre und zugleich schwierigste Rennstrecke der Welt. Es wird nicht die letzte Geschichte des noch so jungen Teams sein. Sie werden wiederkommen.